Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Freischnauze und heute mit dem Thema Medusa. Ja, ich möchte mich heute mal so ein bisschen über die griechische Mythologie mit euch unterhalten. Aber wie immer, ich kann es beinahe vergessen, eine typische Vorwort vom Krishan, wenn ihr neu seid und euch wundert, was Freischnauze heißt. Freischnauze ist das, was der Name verspricht. Hier wird einfach mal drauf losgelabert, wie mit Maul wachsen ist. Es gibt kein Skript, es gibt keine Vorbereitung, nur Ideen im Kopf, die ich habe, über die ich reden möchte. Das heißt, wenn sie irgendjemand berufen fühlt, hier zu sagen, ey Krishan, du liegst falsch, aber laufst du für Blödsinn, ist man gerne zu einem Gespräch eingeladen. So einfach ist das. Und ja, das beste Mittel dafür ist immer noch, einfach mal anfangen zu erzählen. Außerdem hattet so ein bisschen was von Broadcast Yourself. Da möchte ich natürlich auch wieder so ein bisschen ins Leben rufen. Und habe ich ja schon in der allerersten Folge von Verschnauze damals erzählt. Und hat natürlich immer noch Bestand. Ja, zunächst mal möchte ich mich auch nochmal für die etwas schlechtere Videoqualität entschuldigen. Leider haben meine Akkus von der Kamera dezentlich hier gesegnet, sprich, die sind komplett leer und müssen erst wieder aufgeladen werden und ich habe mein Ladegerät nicht dabei. Ja, ist natürlich Pech, aber es ist nicht schlimm. Sobald die wieder Saft haben, nehmen sie wieder und dann kann ich wieder meine Kamera aufstellen und dann habe ich wieder eine bessere Videoqualität. Aber für dieses Video müssen wir jetzt erstmal ein paar qualitative Rückschritte machen und ja, geht auch nur schließlich um das, was ich sagen möchte. Ja, die griechische Mythologie ist eine Sache, die hat mich schon als Kind total fasziniert. Ja, so die Abenteuer von Herkules, von Odysseus, von Perseus und Poseidon und wie sie alle heißen, fand ich eigentlich schon immer total faszinierend. Mehr noch als die germanische Mythologie. Ja, da sind ja sehr viele andere hinterher, was ich auch vollkommen okay finde. Ja, jede Mythologie hat natürlich ihre Fans. Ich persönlich komme an die germanische nicht so wirklich ran, muss ich sagen. Ich kann mit Loki und mit Thor und so weiter jetzt nicht großartig was anfangen. Da bleibt nichts haften, obwohl ich mir natürlich sicher bin, wie viele andere mir auch schon gesagt haben, dass es natürlich auch sehr, sehr viele Metaphern und Analogien gibt zur menschlichen Natur und zum menschlichen Dasein. Das heißt natürlich sehr, sehr philosophisch. Da trifft aber auch auf die griechische Mythologie zu und wie gesagt, dafür kann ich mich persönlich besser begeistern und eine dieser Analogien, die in der griechischen Mythologie vorherrscht, behandelt die Geschichte von Medusa, über die ich heute reden möchte. Ja, ich denke mal, ich muss den meisten nicht erklären, wer Medusa ist. Ich mache es aber trotzdem, weil wichtig ist, um zu begreifen, was ich sagen möchte. Medusa ist einst eine wunderschöne Gorgonin gewesen, die wirklich sehr, sehr hübsch war und eine von drei Geschwistern. Und weil sie halt so wunderschön war, hat sich auch einst mal Poseidon mit ihr sehr intim vergnügt, was der Göttin Athene nicht gefallen hatte. Die war ein bisschen eifersüchtig. Ich kann an dieser Stelle allerdings nicht sagen, ob sie auf Poseidon scharf gewesen ist oder ob die beiden zusammen gewesen sind. Da muss ich mal nochmal die griechische Mythologie ein bisschen genauer lesen. Fakt ist allerdings, dass sie sehr, sehr eifersüchtig war, darauf, was da passiert ist. Und daraufhin hat sie Medusa dahingehend bestraft, dass Medusa halt so unfassbar hässlich wurde, dass jeder Mann, der sie anschaute, sofort zu Stein erstarrt. In dem Sinne von Medusa, kennen wir alle, war dieser durchdringende Blick, ja, und ganz berühmt und auch ganz berühmt natürlich ihre Haare, die aus lauter Schlangen bestanden. Und ich glaube auch so eine Art Schlangenkörper, mit dem sie sich da in so einer Art Ruine, die einst prächtig war, da, ja, ich sag mal, hinterher bewegt hat und jeden Mann, der diese Ruine betreten hat, mit dem Anblick zu Stein erstarren ließ. Und irgendwann kam dann der junge Halbgott Perseus ins Spiel, der Sohn von Zeus und Danae gewesen ist, oder Danae, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Jedenfalls war Zeus der Sohn eines Gottes und einer menschlichen Frau. Er ist also ein Halbgott gewesen. Und der wurde halt von Polydektes aufgetragen, den Kopf von Medusa zu holen. Allerdings war der Plan, dass Perseus dabei sterben sollte. Denn der Polydektes war selber scharf auf Danae. Oder Danae, ich sage jetzt einfach mal Danae. Der war selber scharf auf Danae und war natürlich nicht so wirklich erfreut, dass Zeus diese geschwängert hat. Also er sieht in Zeus quasi ja, den Sohn, den er eigentlich haben wollte. Und weil das Kind eines anderen ist, ja, Konkurrenz sozusagen, will er natürlich, dass dieser Junge halt stirbt und schickt ihn halt los, den Kopf von Medusa zu holen.
in der Hoffnung, dass halt Perseus dabei stirbt. Allerdings hat dieser Polydektes die Rechnung ohne Athene gemacht, denn sie sah jetzt in Perseus denjenigen, der Medusa endlich töten kann. Ja, also sie hat in Medusa natürlich immer noch die großartige Konkurrentin gesehen und ja, hat jetzt Perseus dabei geholfen, dass er Medusa halt umbringen kann. Und dadurch von Athene hat Perseus deshalb ein Spiegelschild bekommen, damit er Medusa töten kann, ohne dass er sie anschauen muss. Ja, und des Weiteren hat Perseus auch noch von anderen Leuten Geschenke erhalten, nämlich von Nymphen hat er die Tarnkappe bekommen, bei der er sie unsichtbar machen kann. Das heißt, er konnte sich ungesehen in dem Tempel von Medusa rumtreiben. Und von Hermes hat er geflügelte Schuhe bekommen, wofür die jetzt allerdings waren, weiß ich nicht mehr. Ja, Fakt ist, dass die Tarnkappe und das Spiegelschild ihm dabei geholfen haben, Medusa endlich den Chaos zu machen, was Athene natürlich sehr erfreut hat, dass diese rivale Konkurrentin trotz Hässlichkeit endlich ja nicht mehr lebendig war. Die Metapher dahinter, die da steckt, oder die Analogie, die man Entschuldigung, die man da sehen kann, ist ganz einfach. Die weibliche Natur ist so gepolt, dass sie ständig andere Männer für sich kämpfen lässt. Ja, das ist diese Manipulation der White Knights, wie ich immer so schön sage. Ich habe mal dieses wunderschöne Beispiel, was ich immer wieder manchmal anbringe, nämlich dieses Beispiel, wo halt eine junge Frau einen anderen jungen Mann so ziemlich belegt hat, und zwar so lange, bis er anfing, sich gegen sie zu erwehren. Das heißt, sie hat irgendwie belegt, geschubst, sie hat die Hand weggeschlagen, und in dem Moment sind sofort die ganzen White Knights aufgetaucht, die schon drauf gelauert haben, dass er sie irgendwie anpackt, und haben ihn ja quasi halb zu Tode geprügelt. Zumindest, ich sage es auch noch mal an dieser Stelle, ich habe es auch schon wie gesagt öfter gesagt, lag der Typ halt auf dem Boden und hat sie nicht mehr bewegt, als sie da mit ihm fertig waren, auf mit ihm eindröschen. Und ich habe die Vermutung, dass sie ihn totgeschlagen haben. Das wird in dem Video leider nicht näher erläutert, was im Nachhinein mit diesem armen Kerl passiert ist. Ja, wir haben ja also eine Frau, die bewusst einen anderen Mann provoziert hat. Das war halt die Manipulation, um diese White Knights ja für sie kämpfen zu lassen, weil Frauen sind ja dafür nicht in der Lage, nicht geschaffen, so zu kämpfen. Also zumindest nicht klassisch. Steht natürlich Frauen, logischerweise, die auch gut kämpfen können, was ich immer sehr bewundernswert finde. Ja, es gibt ja auch Väter, die ihre Kinder, die ihre Töchter zur Selbstverteidigung schicken, wie Kickbox und so weiter, und dann werden die Mädels auch ordentlich kämpfen, weil ich richtig gut finde. Ja, also man muss sich nicht als Weiblichkeit immer in die Opferrolle drängen. Ja, man kann auch tatsächlich mal eine gewisse Stärke erlangen und sich durchsetzen, was ich sehr, sehr gut finde. Das zeigt doch von gesundem Selbstbewusstsein, und ich finde, jeder Mensch sollte ein gesundes Selbstbewusstsein haben, anstatt immer rumzuheulen, dass man Opfer ist. Ja, ja, es gibt natürlich auch kampfesstarke Frauen, weil ich es ja gut finde. Aber in dem Fall ist die Norm halt, dass Frauen in der Regel nicht so kämpfen können, und deshalb müssen die Männer machen. Und ja, wie gesagt, die Metapher dahinter ist, dass Perseus eigentlich ja von zwei Arten nur benutzt wurden. Ne? Erstens von diesem Polydektes, der ihn benutzt hat, damit er stirbt, und Athena hat Perseus benutzt, um eine Rivalin auszuschalten. Das heißt, Perseus ist im Grunde nichts weiter als der White Knight, der nicht nachdenkt, sondern einfach nur dit macht, um ja, den Frauen zu gefallen, um den Frauen ja, sich zu Füßen zu werfen, wenn er nur beweisen kann, wie stark er ist. Das ist die Metapher, die da dieser Geschichte steckt, und ich finde, das ist äußerst interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Dann gibt ja auch noch andere Geschichten aus der griechischen Mythologie, die das wunderbar beschreiben. Ne? Also wenn ich da zum Beispiel an Pandora denke, die mit ihrer Neugier die Büchse der Pandora eröffnet hat, wie man so schön sagt, ne? Und alle negativen Eigenschaften auf die Welt gelassen hat, inklusive der Hoffnung. Ich meine, dahinter sehen wir ja, dass die weibliche Natur schon dem einen oder anderen Kerl richtig ordentlich Ärger bereitet hat. Im kleinen wie im großen Stil. Das ist die Metapher, die dahinter steckt, wie ich finde. Und von daher finde ich diese griechische Mythologie sehr, sehr interessant. Und auch gerade die Geschichte von Medusa zeigt wirklich sehr, sehr gut, wie die Weiblichkeit eigentlich funktioniert. Ne? Ich habe es ja schon mal in dem Video von der Sisterhood gesagt, von Frechschnauze, dass Frauen natürlich definitiv zusammenhalten, wenn der Feindbild ein Mann ist oder wenn sie ein gemeinsames Feindbild haben. Bei Männern ist es im Grunde in der Regel so, wenn sie ein gemeinsames Feindbild haben, ob und wie sie da jetzt zusammenhalten, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich würden sie sich eher in die Fresse kloppen, wer dieses Feindbild kaputt machen kann, damit sie mit diesem Konkurrenzkampf etwaige Weibchen beeindrucken können, damit sie bei ihnen landen können. Das ist so
bei den Männern, aber bei den Frauen ist es so, wenn die gemeinsam ein Feindbild haben oder irgendeiner der Meinung ist, eine Frau zu unterdrücken, dann wird die Sisterhood aktiv. Meine Fresse, Krischan. Und das ist sogar nationenübergreifend, international, ja. Da kann meinetwegen irgendwo in Arabien plötzlich eine Frau unterdrückt sein und dann kommt hier irgendeine Frau an, die sich für diese Frau verbal stark macht. Da greift die Sisterhood, wie gesagt, international. Aber halt, wie gesagt, nur so lange, bis Frauen anfangen, auf den gleichen Typen scharf zu werden. Und da zeigt denn die weibliche Natur wirklich ihre Zähne. Und dann jetzt richtig ab. Und da lassen sich Frauen eine Menge einfallen, um etwaige Konkurrentinnen auszuschalten. Und ja, Athene hat halt, wie gesagt, mithilfe der göttlichen Zauberkraft und Magie Medusa so unfassbar hässlich gemacht, dass jeder Kerl sofort zu Stein erstarrt, weil er sie nur anschaut. Ne? Sie hat also auch anderen Männern nicht gegönnt, eine schöne Frau zu sehen. Ja, da kann man vielleicht eventuell interpretieren, dass jede Frau für sich am besten die Aufmerksamkeit von dem Mann bekommt, wie wunderschön sie doch ist. Was natürlich auch wieder in der Hinsicht das bestätigt, wenn zum Beispiel Frauen mit sehr viel Gewicht vor der Kamera sitzen und unbedingt tolle Worte hören möchten, ja, und mal traurig sind, wenn mal nichts Nettes kommt. Ne? Frauen wollen halt beachtet werden. Ne? Das ist die Natur. Ohne diese, man ist biologischer Natur, das ist ganz klar. Ne? Wenn Frauen nicht beachtet werden, heißt das für die Biologie, die dahinter steckt, eine Frau, die nicht beachtet wird, kann keine Kinder kriegen. Das würde natürlich im Widerspruch zum Leben stehen, was ja ständig weitergehen soll. Von daher hat es schon seine Berechtigung, dass Frauen beachtet werden müssen. Man muss halt nur lernen, damit umzugehen und nicht das alles unkontrolliert rauszulassen und so völlig hirnverbrannt auch noch den letzten Scheiß zu machen, um irgendwie gesehen zu werden. Ja, also das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, da, wo man so schön sagt, dass der Bogen überspannt ist. Ja, das ist die Metapher, wie gesagt, die ich halt in diesen Geschichten sehe. Und eventuell, falls ich falsch liege, könnt ihr mich eines Besseren belehren. Aber ich wollte einfach wirklich darüber reden und mal deutlich machen, dass mich die griechische Mythologie in der Hinsicht wirklich sehr, sehr interessiert. Eigentlich auch schon deswegen, weil ja Griechenland die Geburtsstunde der Philosophie ist. Ne? Weil in solchen mythologischen Geschichten, egal woher sie kommen, steckt halt auch sehr viel Philosophie mit drin. Ne? Ob das nur bei der germanischen ist oder bei der griechischen, ja, oder sämtliche anderen Mythologien, die durchaus interessant sein können. Er ist immer eine Mischung aus Analogien, Metaphern und Philosophie mit da drin. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ja, also da lohnt sich das Lesen diverser Bücher definitiv auch wieder. Ja, ein anderes Sprichwort aus der griechischen Mythologie ist hier jemanden mit Argus-Augen beobachten. Ne? Das war halt auch so eine Geschichte, muss ich jetzt sagen, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen Halbwissen. Ja, da ging es halt darum, dass Zeus mal wieder auf eine menschliche Frau scharf gewesen ist, die er dann und wann mal begattet hat in seinen diversen Formen, die er sich da angeeignet hat. Und leider war es auch so, dass Zeus sehr, sehr eifersüchtig war, was das betraf. Ne? Wenn der eine Liebte hatte, dann dürfte kein anderer Mann an sie ran. Ne? Wir kennen männliche Verhalten. Ja, wenn einer mit einer Frau zusammen ist, wenn einer mit einer Frau zusammen ist und ich habe das irgendwann das auch schon mal erwähnt, ne? War glaube ich die Geschichte, wenn du an der Straße langläufst und du kriegst eine Frau nur an, die gerade mit einem Kerl an dir vorbeiläuft, dann wird der Kerl im schlimmsten Fall plötzlich so eifersüchtig, dass er dich schon halt totschlägt, nur weil du seine Freundin angeguckt hast. Ne? Da kommen so Sachen, so Sprüche wie, nee, die ist mein Eigentum, die gehört dir nicht, ey, schau weg, ey. Ne? Und wenn du wegkickst, dann kommen so Sprüche wie, ey, wo guckst du dich an, ich sehe dich oder was, ey? Ich hab tolle Freundin, ey, ich hau dir auf die Fresse. Ne? Ne? Also diese extreme männliche Eifersucht ist das, was Zeus in dieser Hinsicht verkörpert. Und darum hat er bei dieser einen Frau, die er da begattet hat, dieses Wesen mit Argusaugen, diese Frau bewachen lassen, damit da kein anderer Mann sie anfasst. Und dieses Wesen, ich komme jetzt auf den Namen nicht, deswegen, wie gerade meinte, dieses Halbwissen, hatte halt 100 Augen, dass jedes Mal, wenn das Argus-Dingens da schlafen wollte, halt mindestens immer ein Auge wach gewesen ist. Also man konnte sich den Blick von diesem Wesen nicht entziehen. Ein Auge war immer wach. Auch wenn er schlafen hat, ein Auge von diesen über 100 Augen war immer wach. Und deswegen dieser Begriff mit Argus-Augen etwas bewachen. Ja, dass du etwas absolut nicht aus den Augen lässt, egal wie müde du bist, dass du halt immer irgendwie versuchst,
die Dinge im Blick zu behalten, ja, mit allen Mitteln. Und das war die Metapher, die dahinter steckt hat. Und ich finde sowas wirklich unfassbar faszinierend. Es macht wirklich sehr viel Spaß, sowas zu lesen. Und ich kann jedem empfehlen, der sich auch so mit dem eigenen Weg beschäftigt und auch mal so ein bisschen die menschliche Psychologie begreifen möchte, sich mal diese Schichten durchzulesen und dann versuchen, die Analogien, die dahinter stecken, zu verstehen. Das ist sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr interessant, wie ich finde. Und ja, deswegen beschäftige ich mich auch sehr stark mit diesen Geschichten und die machen wirklich sehr viel Spaß. Auch, wie gesagt, die Geschichte mit dem trojanischen Pferd kommt ja aus der griechischen Mythologie. Also auch da steckt wieder so viel Sachen da, da kann man wirklich unfassbar unendlich viele Videos damit füllen, habe ich das Gefühl. Aber für diese Episode soll es erstmal reichen, was Medusa betrifft. Ne? Wie gesagt, dass Frauen keine Konkurrentinnen mögen, wenn sie auf den gleichen Typen scharf sind und dass Frauen andere Männer für sich kämpfen lassen, um eventuelle Rivalinnen auszuschalten. Ja, Peisers steht, wie gesagt, dafür, dass er halt der White Knight ist, der halt, um die Gunst der Weiblichkeit zu erlangen, halt diesen Schritt wählt und einfach das macht, was ihm aufgetragen wird, oder nachzudenken. Und damit möchte ich mich von diesem Video verabschieden. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann das Recht. Ihr könnt auch gerne abonnieren und die Glocke betätigen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Freischnauze-Ausgabe wiedersehen. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen, macht's gut und tschüss.